Name your game. Ja, das ist seine Maske. Sie trugen diese rituellen Masken. Aber auch. Sie wurden umgebracht. Ja. Die Existenz. Das ist die Krone. Oh, da geschieht jetzt was. Oh no. Aiden. Danke, Aiden. So, also noch mehr von denen. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Vielleicht war der böse. Das war ein Baby. Der fünfte Talisman. Wo ist der? Das Baby trägt ihn um den Hals. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Alles viel zu schnell. Langsamer. Ich hab's nicht verstanden. Guck mal, Replay. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Okay, hier sind wir fertig. Jetzt müssen wir zurückgehen. Da kommt schon wieder das Böse. Schnell nach Hause. Was ist da? Nein. Wir kamen mitten am Tag. Wir wollten zurück ins Haus, aber Paar! Hol den Wagen! Er geht nicht. Wir haben noch das Motorrad. Zum Glück haben wir das instand gesetzt. Die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Doch. Oh nein. Wir müssen ihn retten. Wir holen das Motorrad. Was Besseres fällt mir nicht ein. Wenn es nicht geht, können wir versuchen, mit Aiden Paul zu heilen oder das Auto zu starten. Ich glaube, das bringt jetzt nichts.
Wir gehen mal ins Haus rein. Wo ist Paul? Hier hin? Sie hat den Talisman. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Oh, sie spricht. Wie auch ihre Mutter davor. Zeige ihr die Talismänner. Dies hier. Jetzt kommt er. Oh ja. Der fünfte Talisman. Dankeschön. Haben wir's. Jetzt haben wir des Rätsels Lösung. Ich muss gut aufpassen und jedes Detail behalten. Wir haben den beschworen. Eure Vorfahren. Sie riefen je zu her. Ja. Sie waren verloren. Voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus. Huh? Sie wussten, es war falsch. Da kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit haben. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken. Ja. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Ja, genau. Mit diesen Los, fünf Personen. Ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen. Oh Gott. Hier. Okay, genau. Zum Anzünden fürs Feuer. Das haben wir gleich. Wir machen das Ritual nochmal. Dass die Äste schön auslegen. Vertrau mir einfach. Nein. Lass ihn machen, Jay! Shimasani! Du kannst reden? Ein Stock, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Jawohl. Eins. Das ist richtig. Das war's. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Ja, rundum. Ja. Das ist genau richtig. Ja, das ist richtig. Okay. Jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben meinen Talisman.
Ja, jetzt brauchen wir noch Paul. Wir sind nur zu viert. Und fünf Talismane. Uns fehlen die fünf Seelen vom Abschluss des Rituals. Das ist Wahnsinn, Jody. Wenn wir nicht sofort reingehen, gehen wir doch alle drauf. Nein. Aiden. Das war's. Wir haben die fünf Seelen. Shimazani, fangen Sie jetzt mit den Gesängen an. Als ob wir das alles richtig gemacht haben. Das Portal öffnet sich. Das Portal ist jetzt offen, Jody! Du hast es! Du hast es! Verbann den Geist. Die Wächter helfen uns sehr gut. Danke, Aiden. Wow. Aber was ist mit Paul jetzt? Der Spuk ist vorbei. Jody. Ich glaube, Aiden gibt's nicht mehr. Haben die jetzt ihre Leben gelassen? Dieser Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Es kommt nicht auf die Hautfarbe drauf an, sondern auf die Farbe der Seele, auf die Seelenfarbe. Noch ein Pferd. Absteigen. Was haben wir denn hier?
Gibt's hier noch ein Ritual oder was? Da haben wir das Opfer, das wir... Die zwei Opfer, die wir hier lassen mussten. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Die Jungs sind jetzt alleine. Deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimasani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Ich glaube auch. Das ist nur der Übertritt in eine andere Welt. Nicht weinen. Vielleicht brauchen wir Aiden. Nee, sieht nicht so aus. Wo muss ich denn hin? Wieder zurück. Das war ja ein unspektakuläres Begräbnis. Nee, da ist noch irgendwas. Darauf. Oh shit. Oh Gott. Was wartet denn da oben auf mich schon wieder? Ich dachte, wir hätten alles geschafft. Was ist das? Oh nein. Das ist nichts Gutes. Die zwei anderen sind schon über alle Berge. Was sind diese Monster? Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jody. Für uns. Das war eine schöne Freundschaft. Oder ist eine schöne Freundschaft? Die besteht ja immer noch. Was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Dankeschön. Big Hug? Fragezeichen? Kleiner Bruder? Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Cooler Typ.
Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Kein Kuss. Ist wie ein Bruder. Sind wir schon mal eingefallen. Take it! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Yeah. Wir haben wieder eine Maschine. Zeit damit verbracht. Ist deins. Na los. Hör zu. Sieh es als kleinen Dank an. Danke. Großer Dank geht raus an großer und kleiner Häuptling. Tschö. Geiler Sound. Hä? Die sind ja wieder da. Navajo.